In ihrer fast 200-jährigen Geschichte sind Handprothesen immer perfekter geworden. Ein Manko blieb. Als wirkliches Körperteil fühlen konnte man sie nicht. Thomas Stieglitz von der Uni Freiburg macht genau das möglich. Mit eigens entwickelten Kabeln speist er Elektroimpulse von Handprothesen in die Nerven der Patienten ein. Wir konnten nachweisen, dass dieses Konzept, ich fädle eine mehrkanalige Elektrode mit Nadel und Faden durch den Nerven hindurch und präge elektrischen Strom ein und variiere die Pulse, dass dies ermöglicht zu fühlen, wie stark die Griffkraft ist, dass ich damit herausfinden kann, wie weit ist meine Hand geöffnet und dass es dazu führt, dass ich das Gefühl habe, die Prothese ist ein Teil meiner selbst. Paul Schwanchara entwickelt die Kabel, die auch längere Einsätze im Körper unbeschadet überstehen müssen. Besonders wichtig sind die Kontaktelektroden, die Chirurgen in die Nerven im Arm hineinoperieren. Das Besondere an den Elektroden ist, dass sie extrem klein sind. Wir reden hier bei den Elektrodenkontakten von Durchmessern von 80 Mikrometern. Das entspricht ungefähr einem Haardurchmesser. Und von diesen Elektrodenkontakten können wir insgesamt 14 Stück an einer Elektrode aufbauen, was im Endeffekt dann eine sehr hohe Auflösung bei der Stimulation garantiert. Hohe Auflösung meint, dass man der Testperson sozusagen möglichst viele Facetten des Gefühls einer Hand vermitteln möchte. Ich sage jetzt mal etwas flapsig, jeder Kontakt wurde einzeln durchgepiept und der Patient musste dann sagen, bei Stimulation dieses Kontaktes, was fühle ich denn? Ist es Schmerz? Dann wurde diese Elektrode sofort aussortiert. Fühle ich die Bewegung der ganzen Hand oder kann ich sagen, das ist genau die Fingerkuppe meines Zeigefingers? Und dann wäre das eine super Elektrode, dann hätte ich schon einen Kontaktpunkt für sensorisches Feedback. Wie wichtig das Fühlen beim Anfassen mit der Hand ist, zeigt sich etwa, wenn man nach einer Mineralwasserflasche aus Kunststoff greift. Die kann ich wunderbar halten, wenn sie geschlossen ist und wenn ich sie öffne, ändert sich die Steifigkeit und damit muss ich nachregulieren. Ich erinnere mich noch an meine ersten Flaschen, als die neu auf dem Markt waren. Da ist immer was drüber gegangen und ich habe ziemlich viel Schweinerei auf dem Tisch angestellt. Stellen Sie sich vor, das ist der Alltag. Sie haben Plastikbecher und wissen nicht, wie stark Sie zugreifen müssen. Fühlende Prothesen machen es möglich einzuschätzen, wie stark man zugreifen muss. Das konnten die Teilnehmer der Pilotstudie dank der Kontaktkabel zwischen ihren Prothesen und den Anschlüssen an die Nerven an der Amputationsstelle erfahren. Ich glaube, wenn wir den peripheren Nerven stumpf haben, ist es klug, daran zu gehen, weil wir dann die normalen Leitungsstrukturen über das Rückenmark, das Stammhirn bis ins Großhirn haben und wir uns die Signalverarbeitung, die auf den Stufen unser Gehirn und das Nervensystem macht, zunutze machen können. Wenn der Signalweg funktioniert, müssen die Parameter für die Signale ermittelt werden, die im Gehirn die fühlende Prothese darstellen. Wir versuchen, uns ein Bild zu machen, wie eine Hand als Ganzes die unterschiedlichen Sensoren, die unterschiedlichen Modalitäten, sagen wir, also Druck, ist das Ganze abhängig vom Weg des Eindrückens, von der Geschwindigkeit oder von der Beschleunigung des Eindrückens, da ein Modell zu bilden, was sehr komplex ist und die unterschiedlichen Aspekte bedient. Und dann versuchen wir in dieser Art und Weise in der Stromstärke, aber auch in der Abfolge der Pulse, das möglichst genau zu imitieren und ein möglichst gutes Feedback zu geben. Und das wäre dann das Gefühl, ich greife etwas und nicht das Gefühl, ich greife an einen elektrischen Kuhzaun. Eines der letzten Probleme auf dem Weg zur Marktreife für fühlende Prothesen ist die Verdrahtung. Hier sollen Funkimpulse zwischen Prothese und Armstumpf die Lösung sein. Bei den Pilotexperimenten haben Kabel durch die Haut geguckt, das möchte man nicht, das gibt Infektionen, damit gefährdet man den ganzen Erfolg. Ich möchte, dass wir vielleicht im Jahr 2023 mit einem drahtlosen System die ersten klinischen Studien am Menschen durchführen können. Nach erfolgreichem Verlauf der abschließenden Studien könnte im Jahr 2027 die fühlende Prothese marktreif sein. Nächster Schritt wäre dann das mehrjährige Zulassungsverfahren bei den Krankenkassen. Der Stückpreis inklusive Operations- und Reha-Kosten dürfte um die 80.000 Euro betragen.